hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape. Gelesen von Bianca, Konrad und Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Cosmic Agency, spiritueller Schutz, astrale und andere negative Einflüsse. Yazi Svaru spricht mit Matthias und Gosia. Veröffentlicht am 2. Oktober 2021 von Cosmic Agency Gosia. Übersetzt von Spiritscape. Yazi, jemand fragt mich, ob Traumfänger und Zaubersprüche funktionieren oder ob es nur reiner Aberglaube und Unsinn ist. Das ist weiße Hexerei. Ja, sie funktioniert. Sind es nicht nur deine Ideen, die dich schützen? Alles, was es gibt, ist eine Idee. Aber so einfach ist es nicht. Es ist nicht nur eine Suggestion. Ich spreche von starken Zaubersprüchen. Denn diese können Abkürzungen nutzen, die das manipulieren, was du als Wahrheit ansiehst, um deine Realität physisch und objektiv zu verändern. Sie suchen nach Abkürzungen. Es gibt zum Beispiel einen bösartigen Zauber, der darin besteht, ein bestimmtes Ding vor ein Haus zu stellen. Editiert, zensiert, ich will keine Rezepte für schwarze Magie geben. Und wenn es auf diese Weise gemacht wird, kann es die Bewohner des Hauses beeinflussen, auch wenn sie nicht daran glauben. Und es gibt viele dokumentierte Fälle dafür. Aber das ist schwarze Magie und hat nichts mit Traumfängern zu tun. Die andere Seite, die Seite der Toten, ist nicht fiktiv. Sie ist physisch, nur viel schwächer. Und dieses Verfahren wirkt auf die Menschen so, als ob ein physischer Dieb oder ein Krimineller eindringt, um ihnen zu schaden. Aber wie soll das funktionieren, wenn jemand nicht daran glaubt? Ich denke, es liegt wieder an den Vorstellungen. Du musst noch nicht einmal wissen, was sie da draußen haben. Aber es ist eine physische Sache. So wie ein Dieb, der dich angreift. Aber dieser Dieb kommt von der anderen Seite. Von der Seite der Toten, denn dort ist noch etwas Physisches. Mit genügend geistiger Kraft kannst du dich verteidigen. Aber nur wenige Menschen haben diese Kraft. Aber wenn du fest daran glaubst, dass du dich selbst verteidigst, mach weiter so, das ist der richtige Weg. Trotzdem ist das so, als würdest du Glas mit der festen Überzeugung essen, dass es dich nicht verletzen wird. Glas ist eine Idee. Es ist eine Interpretation einer materiellen Welt, die durch die Manifestation deines Bewusstseins geht. Du könntest also Glas essen und es würde dir nichts passieren, richtig? Trotzdem würdest du kein echtes Glas essen. So ist es auch hier. Echte Zaubersprüche sind physische Dinge, die dich genauso beeinflussen können wie andere Dinge, die du für real hältst. Zum Beispiel Gifte und Strahlung. Das ist so, als würdest du sagen, dass Cyanid etwas Metaphysisches ist und dass es mir nichts anhaben kann, wenn ich nicht daran glaube. Und das ist auch so. Aber du hast nicht die mentale und bewusste Stärke, dieses Cyanid zu deaktivieren. Aber wie werden sie dann körperlich? Es ist nicht so, dass sie physisch werden. Das waren sie schon immer. Es gibt keine physische und keine nicht physische Seite. Die physische Seite der Toten ist nur schwächer. Du siehst sie nicht, weil deine fünf Sinne dich in der Wahrnehmung einer akzeptablen physischen Realität für die Matrix, für die 3D-Erfahrung, gefangen halten. Aber es gibt eine Welt von Wesenheiten, die man die niedere Astralwelt nennt, die physisch sind und als physische Wesen deinen Körper beeinflussen. Denn sie sind reale Energie und Materie. Du nimmst sie nur nicht als solche wahr, weil deine eigenen Wahrnehmungsvereinbarungen gelten. Schwache Anfängerzauber nutzen nur Manipulation, Aberglaube und Suggestion. Starke Zauber nutzen realere, energetische Formen gegen ihre Opfer. Nur weil die Menschen nicht verstehen, wie sie funktionieren, sind sie nicht weniger real. Lass uns heute darüber sprechen, wie du dich gegen dunkle Mächte verteidigen kannst und so weiter. Vielleicht kannst du alle Möglichkeiten aufzählen, damit die Menschen sich gegen alles abschirmen können, was sie negativ beeinflussen könnte.
Als erstes müssen wir definieren, was dunkle Kräfte genau sind. Von einem lästigen Polizeibeamten angehalten zu werden, ist nicht genau dasselbe wie mit Hexerei zu tun haben, obwohl alles miteinander zusammenhängt. Okay, wir beschäftigen uns also mit dunklen Kräften, die als paranormal definiert werden. Ja, und negative Gedanken, die von anderen Wesenheiten oder Menschen kommen können, die dich auf negative Weise beeinflussen, das kommt vor, oder? Wie kannst du dich also vor solchen negativen Auswirkungen schützen? Okay, die Grundlage für dieses Gespräch ist also diese Tatsache, die du verstehen und als gegeben hinnehmen musst. Alles Paranormale existiert und ist da. Es ist nur paranormal, weil du es nicht mit den Augen eines Menschen in der offiziellen Matrix mit all ihren Regeln sehen und verstehen kannst. Du kannst es normalerweise nicht mit dem bloßen Auge sehen, aber das bedeutet nicht, dass es nicht da ist. Das Paranormale ist also real. Und damit sollten wir beginnen. Warum es real ist, können wir später besprechen, wenn du möchtest. Und ja, viele Gedanken, manchmal sogar alle deine Gedanken, sind nicht deine eigenen, sondern die deines Geistes, der der dominanten Frequenz deiner Umgebung folgt. Mit anderen Worten, die Gedanken, die Emotionen auslösen, gehören nicht dir, sondern den Menschen um dich herum, vor allem denen, die dir näher stehen. Sobald du dir bewusst machst, dass das Paranormale real ist, entwickelst du natürliche Elemente, um dich dagegen zu schützen. Wenn du also erkennst, dass etwas da ist, ist das der erste Weg, um zu verhindern, dass es dich beeinflusst. Das ist einer der Gründe, warum Menschen, die wirklich paranormale Dinge nutzen, all das vor der Allgemeinheit verborgen halten wollen, weil es sie anfälliger für ihre Zauberei macht. Wenn du also erkennst, dass sie dir etwas antun, wird das die Auswirkungen stark neutralisieren. Aber unter einer Bedingung: Du musst in deiner Macht stehen. Sonst wirkt die einfache Kraft der Suggestion gegen diesen Effekt. Ich muss einwerfen, aber hast du nicht auch gesagt, dass meine Unwissenheit darüber, was sich auf dem Friedhof befindet, mich vor den negativen Einflüssen dort geschützt hat, als ich sagte, dass ich dort vor 20 Jahren mit meinen Freunden geschlafen habe? Ist es nicht so, dass das Nichtwissen und der fehlende Glaube an Dinge dich in gewisser Weise schützen? Das ist ein zweischneidiges Schwert. Es hat dich in dem Sinne geschützt, dass du fest daran geglaubt hast, dass es dir nicht schaden würde, dort zu sein. Sonst hättest du nicht auf dem Friedhof geschlafen. Du warst also in deiner Macht. Du sagtest, du entwickelst natürliche Elemente, um dich dagegen zu wehren. Was sind diese natürlichen Elemente? Manche Leute erwähnen weiße Lichtenergie, Lichtwaffen, weiße Lichtfähigkeiten und so weiter. Das sind Werkzeuge, die du benutzen kannst und die hilfreich sind. Aber in Wirklichkeit haben sie keine Macht. Die Macht kommt von dir selbst. Diese Gegenstände können dir nur dabei helfen, deine Kraft zu kanalisieren und zu fokussieren. Vor allem, weil du jetzt die Wahrnehmung einer dualen Existenz hast, die davon überzeugt ist, dass sie einen materiellen Körper hat, der auch ein Geist ist. Dein materielles Objekt kanalisiert also die Kraft, die du auf der spirituellen Seite besitzt, in die physische Seite. Auch wenn dies von so ziemlich allem kommen kann, wie zum Beispiel von einem Amulett, können einige Gegenstände dir ein besseres Gefühl der Kanalisierung geben, um deine Kraft zu fokussieren. Zum Beispiel Athenas war Rus Favorit, ein schwarzes Katana aus dem 19. Jahrhundert. Aber bevor wir uns mit Gegenständen und Kristallen beschäftigen, was bedeutet es, in deiner Kraft zu sein? Oder was ist deine Kraft? Wie ich neulich schon sagte, ist alles, was man sich vorstellt, auf der spirituellen Seite real und solide, wenn es aus einer klaren und fokussierten Absicht herausgeschieht. Nichts Esoterisches, nichts Paranormales kann dich verletzen, wenn du nicht zustimmst und es nicht zulässt, dass es dich verletzt. Es benutzt immer Angst als sein erstes Werkzeug. Dann Verwirrung und Tricks, Gedankenkontrolle. Aber furchtlos
und nicht dumm zu werden, ist einer der wichtigsten Schlüssel, um gegen das Paranormale immun zu werden. Als bewusstes Wesen erhältst du deine Energie aus deiner Verbindung zu deinem höheren Selbst, aus der Quelle, denn du bist die Quelle. Aber aus der Sicht eines Körpers erhältst du sie von außerhalb des Körpers. Deshalb ist sie ein Signal, aber das ist nur eine Wahrnehmung, denn du bist immer die Quelle. Wenn du die Quelle bist, bist du die Macht. Was die Zauberei also hauptsächlich tut, ist jemanden, ein Ziel, davon zu überzeugen, seine Verbindung zur Quelle zu schließen und in immer niedrigere Gedankenfrequenzen zu gehen. Sie kann nichts direkt gegen eine Person unternehmen. Sie kann das Ziel nur glauben lassen, dass es angegriffen wird. Was er also tut, ist, das Ziel zu verändern oder es dazu zu bringen, Gedanken zu denken, die zum Beispiel krank machen, wenn das die Absicht ist. Also ja, teilweise stimmt das, was die Wissenschaftler sagen. Es ist alles Suggestion. Die Gedanken, die dem Opfer durch die Zauberei aufgezwungen werden, sollen seine Frequenz so senken, dass sie mit den bösen Absichten des Zauberers vereinbar sind. Ein weiterer wichtiger Punkt, auf den ich hinweisen möchte, ist, dass die Vorstellungskraft, das heißt die gezielte Absicht, der Schlüssel zur Macht gegen Zauberei und das Paranormale ist. Ich betone das mit Nachdruck, weil ich weiß, dass es sich so anhört, als wäre es unmöglich, dass die Vorstellungskraft nicht real ist und deshalb keine Macht über irgendetwas haben kann, ein Konzept. Aber eine solche Abwertung der Vorstellungskraft kommt von denselben Leuten, von derselben konzeptionellen Matrix, die auch sagt, dass das Paranormale nicht existiert. So gesehen können nicht existierende Bedrohungen nur mit nicht existierenden Waffen bekämpft werden. Das ist extrem, denn auch hier gibt es viele subtile Ebenen, wie zum Beispiel die Verwendung von Tränken, Chemikalien, oder die Beschwörung von Wesenheiten, die solide und real wie ein Baum sind, aber außerhalb des Wahrnehmungsbereichs des normalen Menschen liegen, um sie zur Unterstützung ihrer bösen Absichten zu beschwören. Du stellst dir also vor, dass du diese Lichtwaffen und Fähigkeiten in der Hand hältst und benutzt, aber in Wirklichkeit helfen sie dir nur dabei zu erkennen, dass du derjenige bist, der die Macht hat. Du brauchst dir also keine Werkzeuge vorzustellen. Du bist das Werkzeug? Ja, letztendlich brauchst du nichts. Du bist das Amulett. Du bist die Waffe. Aber es ist so cool, ein schwarzes Katana zu führen, das vor langer Zeit von japanischen Handwerkern geschmiedet wurde. Es verleiht dir eine ermächtigende Wirkung. Hast du schon mal vom Unsichtbarkeitsmantel gehört? Er macht dich auf der Astralebene unsichtbar. Mein Bruder sagte einmal, dass die Menschen oft im Astralraum schreien, ohne es zu wissen. Deine Gedanken in deinem Kopf werden im Astralraum gehört? Ja. Wenn du das Gefühl hast, dass du angegriffen wirst, kannst du dir auch vorstellen, dass du zu einem Lichtball wirst. Oder du kannst dir mit Absicht vorstellen, dass du mit einem Kraftfeld um dich herumläufst. Und das wird zu einem Kraftfeld für den Astralraum. Viele, die ich gehört habe, sagen, dass diese Art von Ratschlag extrem gefährlich ist. Aber ich sehe nicht ein, warum. Du wirst im 3D-Leben nicht mit einem imaginären Kraftfeld gegen bewaffnete Männer in die Schlacht ziehen. Sei nicht dumm und benutze stattdessen eine Kevlar-Weste. Jedes Ding ist ein Werkzeug. Benutze sie für den Zweck, für den sie gemacht wurden. Aber es kann eine Zeit kommen, in der du merkst, dass es nichts Physisches in dem Ausmaß gibt, dass du ein Kraftfeld beschwören kannst, das echte Kugeln ablenkt. Aber erwarte nicht, dass du das morgen kannst. Aber es kann getan werden. Ein Beispiel sind die sehr häufigen nächtlichen Heimsuchungen. Die offiziellen Mediziner sagen, dass es sich dabei nur um Schlafanomalien handelt. Besuche von Succubus und Inkubus. Das passiert so gut wie jedem. Vom astralen Standpunkt aus gesehen sind das Energievampire. Wenn du schläfst und von ihnen bewusst gelähmt bist, wenn du merkst, dass sie kommen, wenn du den nächtlichen Schrecken spürst, stell dir vor, dass du zu einem Lichtball wirst,
goldenes Licht oder irgendeine Farbe, die dir gefällt. Ich empfehle nicht Rot. Irgendeine hochfrequente Lichtfarbe. Stell dir vor, dass dein Schlafzimmer plötzlich erleuchtet ist. Dein Körper leuchtet wie eine Sonne. So hell, dass es aus den Fenstern kommt. Der Succubus und der Inkubus werden vor dir wegrennen, als hättest du deine 7,62er Mini-Pistole hervorgeholt. In dem Moment, in dem du dich ihnen stellst, können sie dir nichts mehr anhaben. Es ist die Vorstellung, dass du hilflos bist, die dich hilflos macht. Immer und überall, besonders im Astralraum. Sogar nachts im Wald, wenn du dich beobachtet fühlst, wisse, dass dir Elementare folgen könnten, denn du fühlst etwas. Diskreditiere nicht, wie und was du fühlst. Vertraue auf deine Intuition. Sprich mit ihnen. Sag ihnen, dass du weißt, dass sie da sind und dass du sie nicht stören willst. Ich verstehe. Du hast gesagt, aber furchtlos und nicht dumm zu werden ist einer der wichtigsten Schlüssel, um immun gegen das Paranormale zu werden. Was ist, wenn die Leute von Liebe sprechen? Auch im Law of One ist von Liebe die Rede, wie die Liebe die negativen Wesenheiten abstoßen kann. Wenn du zum Beispiel einen Albtraum hast, in dem dunkle Wesenheiten auf dich zurennen, musst du nur aufhören zu rennen und ihnen mit Liebe begegnen und sie werden verschwinden? Jawohl, denn die Liebe ist ein weiteres Werkzeug. Eine hohe Frequenz, die dich für jede Art von Zauberei unvereinbar macht. Wie gesagt, wenn du dich dem Problem auf der Astralebene stellst, wird es verschwinden, weil du keine Angst zeigst. Ich finde es praktischer, sich das Licht vorzustellen, als plötzlich ein Gefühl der Liebe zu beschwören. Etwas Visuelles wäre vielleicht einfacher als ein Gefühl. Aber so bin ich nun mal. Ich denke, es sind Werkzeuge. Du musst dir selbst treu bleiben. Du liebst Succubus und Inkubus genauso wenig, wie du Moskitos liebst. Also benutze deine Lichtkugel und hab keine Angst. Aber wenn du nachts im Wald spazieren gehst und dich seltsam beobachtet fühlst, benutze die Liebe. Denn diese Elementare sind nur besorgt, dass du ihnen gefährlich werden könntest. Hüte dich davor, dass auch 3D-Menschen Fieslinge sind. Benutze in diesem Fall eine Glock. Warum sollten Sie sich Sorgen machen, dass wir Ihnen gefährlich werden könnten, wenn wir Sie nicht einmal sehen können? Vielleicht wollt ihr Ihr Haus und Ihr Grundstück in einen Parkplatz verwandeln. Okay, ich habe folgende Frage. Ich zitiere dich. Nichts Esoterisches, nichts Paranormales kann dich verletzen, wenn du nicht einwilligst und dich nicht verletzen lässt. Was ist, wenn jemand Voodoo-Handwerk an dir ausübt? Du hast gesagt, es kann nichts direkt gegen eine Person tun. Es kann das Ziel nur glauben lassen, dass es angegriffen wird oder dass es verletzt wird. Voodoo funktioniert also nicht. Voodoo kann bei jemandem, der das weiß, nicht funktionieren. Du wirst immun. Das ist eine Stufe. Eine Stufe höher? Das Problem beginnt, wenn die Zauberei das esoterisch-paranormale mit dem physischen verbindet. Dies geschieht durch die Verwendung von Tränken, die unter anderem Gifte sind. Aber andere Tränke sind komplizierte Suppen oder Salate aus psychoaktiven Drogen auf Pflanzenbasis. Diese können für unzählige Dinge und Zwecke verwendet werden. Du kennst das aus Filmen. Der Hexendoktor sticht eine Nadel in eine Puppe, die mit dir in Verbindung steht und dadurch ein Leiden bei dem Ziel verursacht. Zitat: die eine Verbindung zu dir hat. Zitat Ende. Welche Verbindung sollte das sein, wenn nicht die Vorstellung, dass die Puppe du bist? Wieder eine Idee. Die Puppe ist nicht du. Punkt. Deshalb kann es nicht schaden, Nadeln in sie zu stechen. Aber wenn du wusstest, dass dir Voodoo angetan wurde, kann es sein, dass du in einen Angstmodus gerätst, vor allem, wenn du wirklich an Voodoo glaubst. Und das macht dich noch verletzlicher. Ich glaube, es geht darum, sich dessen bewusst zu werden, ihm aber keine Macht zu geben, in deiner furchtlosen Sequenz zu bleiben und zu wissen, dass es dir nichts anhaben kann, richtig? Jawohl. Warum ist dieses Voodoo-Ding in vielen Kulturen so beliebt? Woher kommt es? Voodoo ist nicht nur das Stechen von Nadeln in Puppen.
Voodoo ist ein komplexes Kunsthandwerk, das vergleichbar ist mit dem, was die alten Druiden in alten Zeiten taten und mit der gleichen Art von Weisheit, die auch die Schamanen der amerikanischen Ureinwohner nutzten. Es ist die Fähigkeit, sich mit der spirituellen Seite zu verbinden und zu kommunizieren. Diese Schamanen, Medizinmänner, Druiden durchlaufen einen Prozess, der sie für immer verändert, indem sie nicht wirklich lebendig und auch nicht tot sind, sondern mit einem Fuß in der Astralebene und mit dem anderen in der physischen Ebene leben. Sie wissen, wie sie mit Geistern sprechen, sie beschwören und um ihre Hilfe bitten können. Und da in Wirklichkeit alles astral ist, können diese interagieren und jemanden im sogenannten physischen schaden oder ihn schützen. Die Tränke sind hier ein wichtiger Bestandteil, weil sie mit Hilfe von Drogen Zugang zur Geisterwelt haben, um mit den Dingen auf der anderen Seite zu sprechen. Und viele von ihnen sind ganz physisch, wie Trolle und Elfen. Du kannst sie nicht sehen, aber sie können mit dir interagieren. Und wenn der Medizinmann oder der Schamane mit einer dieser Kreaturen einen Handel abschließen kann, indem er ihnen etwas gibt, was sie haben will, dann kann diese Kreatur vielleicht gehen und der Zielperson Unheil zufügen. Es handelt sich also um etwas, das nicht ganz astral oder paranormal ist, sondern halb und halb. Denn wie ich schon sagte, gibt es keine klaren Grenzen zwischen dem Physischen und dem Astralen. Es reicht also, wenn du dir dieser Dinge, Elementare, Astralwesen, Voodoo, bewusst bist, eine hohe Frequenz hältst, furchtlos bist, dir das weiße Licht um dich herum vorstellst und weißt, dass du die Macht über sie hast und sie dir nichts tun können. Wenn du diese Mentalität beibehalten kannst, ist das mehr als genug. Du wirst unvereinbar mit ihren Absichten und mit ihnen. Du wirst auf irritierende Weise unantastbar. Wie schützt man sich vor den Geistern, die beschworen werden können? Können uns diese Geister dann schaden, wenn es geschehen ist? Die Schutzmethoden sind die gleichen wie oben. Was ist, wenn wir nicht wissen, dass es getan wurde? Du hast ja gesagt, dass es hilft, wenn wir uns dessen bewusst sind. Deine Absicht und deine Macht sind ausreichend. Aber es ist eine Frage von Macht gegen Macht. Denn auch unter diesen Umständen werden die bösen Geister oder Täter mehr Macht gegen dich einsetzen, um deine Sollbruchstelle zu finden, wenn es ihre Absicht ist, dich zu erreichen. Im Allgemeinen suchen sie sich einfach ein leichteres Opfer. Du lebst in einer Frequenzsuppe, die du meistens nicht kennen kannst. Du kannst nur vermuten, dass du ein Opfer von etwas Paranormalem oder von Hexerei sein könntest. Was wäre unsere Sollbruchstelle? Was macht uns verletzbar? Niedrige Emotionen? Stress? Wut etc.? Trinken? Ja, zum Beispiel indem du herausfindest, was dich emotional triggert. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Denn wenn die bösen Wesenheiten nicht an dich herankommen, werden sie vielleicht deinen Chef belästigen, sodass er sich aus irgendeinem Grund gegen dich wendet und dich in eine Negativspirale bringt, die am Ende dazu führt, dass du in der Frequenz mit den Absichten dieser Wesenheiten kompatibel bist. Das ist es, was ich meine, wenn sie Tricks anwenden. Sie suchen vielleicht systematisch nach deinen emotionalen Auslösern, um deine Knöpfe zu drücken. Sie senken deine Frequenz so weit ab, dass sie dich schließlich erreichen können. Wenn du zum Beispiel wegen deines blöden Chefs so schlecht gelaunt bist, dass du wütend und erschöpft ins Bett gehst, kannst du dich nicht in einen liebevollen Zustand versetzen und es ist dir völlig egal, dir Lichtkugeln vorzustellen. Und sie haben dich erwischt. Also, was auch immer passiert, geh nicht in diese Abwärtsspirale, sondern drehe es um und mache es zu etwas Positivem. Positive Affirmationen. Wenn du es kannst, es können nur wenige. Es ist auch klug zu erkennen, dass wir nicht immer in guter, positiver Stimmung sein können. Aber das muss ein Teil deiner Realität werden, damit du auch bei schlechter Laune den Lichtball beschwören und den Trotteln furchtlos entgegentreten kannst und sie weglaufen.
So werden die Trottel sehen, dass es nicht gut für sie ist, dich zu ärgern. Matthias sagt, er ist nie in einer positiven Stimmung. Er hat immer eine neutrale Stimmung. Sehr finnisch. Wird das als Schutz funktionieren? Hast du schon mal daran gedacht, dass neutral in Wirklichkeit positiv sein kann? Es bringt nichts, im Regen zu singen, Laternenpfähle zu umrunden und Briefkästen zu küssen. Das Problem kann sein, dass du in eine Depression fällst. Dann ist es dir egal. Und genau da kriegen sie dich am meisten, in diesem Zustand. Ja, deshalb habe ich das Gefühl, wenn ich zu lange in den depressiven Modus verfalle, muss ich mich schnell wieder daraus befreien. Ich erlaube es mir nicht, zu lange dort zu sein. Obwohl du auch sagst, dass wir fühlen sollten, was wir fühlen. Ja, und wenn du in diesem Zustand bist, in einem wütenden oder traurigen Zustand, dann erwarte nicht, dass du da rauskommst. Versuche es erst gar nicht. Das macht es nur noch schlimmer. Lass den wütenden oder traurigen Zustand in dich hineinsinken. Fühle ihn. Lass ihn dich zerstören. Und dann wird er verschwinden. Negative Dinge können dich also beeinflussen, wenn du sie zulässt. Wisse, dass du die Macht hast, sie nicht auf dich einwirken zu lassen. Halte die hohe Frequenz, sei furchtlos und stell dir vor, dass das weiße Licht des Schutzes immer über dir ist. Sollten wir uns jede Nacht und jeden Morgen mit einem Schutzschild um uns herum anziehen, um uns sicher zu halten? Sollen wir uns anziehen? Nein. Ein weiterer wichtiger Punkt. Du kannst dich vor nichts schützen, ohne das zu erschaffen, wovor du dich schützen willst. Vor allem, wenn es um esoterische oder paranormale Dinge geht. Sei also in deiner Kraft. Fühle dich vor all dem sicher und erwarte keinen Angriff. Sei zuversichtlich, dass du mit allem umgehen kannst, was man dir an den Kopf werfen kann. Auch hier gilt, sei neutral. Fühle dich wie ein Panzer, um den du dir keine Sorgen machen musst. Wie kommt es zu diesen nächtlichen Angriffen, Lähmung, wenn du nichts über sie weißt? Sie ernähren sich von dir. Sie sind wie Stechmücken. Sie wollen deine Essenz, deine Energie. Aber selbst wenn du aus dem einen oder anderen Grund nicht an sie denkst, bist du damit einverstanden, dass sie dich angreifen. Sonst hätten sie dich gar nicht erst angegriffen. Genauso ist es mit einem Autowrack. Die Leute dachten nicht daran, in ein solches hineinzufahren, aber sie taten es trotzdem. Sie wurden aus verschiedenen Gründen kompatibel. Ich meine es ernst, alles ist Frequenz. Wenn du deine Frequenz mit deinen Gedanken steuerst, steuerst du auch deine Realität und dein Leben. Es ist nicht das, was außerhalb von dir ist, was dich stört oder dich angreift. Es ist das, was du über sie denkst. Wenn du also Mücken hast, dann hast du eine Mückenmentalität mit der gleichen Frequenz in dir und du musst mit deiner inneren Mücke in Kontakt treten. Sie belästigen dich wegen der Bedeutung, die sie für dich haben. Es ist die Bedeutung, die das Problem für dich verursacht. Sie belästigen ihn, weil es ihn später juckt. Ansonsten kein großes inneres Drama, denke ich. Haha. Okay, mach weiter. Ich kann sie auch nicht leiden. Diese Wesen ernähren sich von Lasch. Das ist konzentrierte Angst. Und warum? Weil sie regressive Wesen sind. Die Schöpfungen oder Manifestationen eines kollektiven Unbewussten oder deines persönlichen Unbewussten sind. Diese Wesen können ihre eigene Existenz nicht halten, ohne dass jemand an sie denkt. Sie sind Tulpas und Egregors. Sie sind Manifestationen deiner Ängste. Deshalb können sie nur existieren, wenn du sie mit demselben Stoff fütterst, der sie überhaupt erst erschaffen hat. Dass sie Tulpas und oder Egregors sind, bedeutet nicht, dass sie nicht real wie ein Baum sind. Wie ich schon einmal irgendwo erklärt habe, ist und war alles, was existiert und jemals existiert hat, ein Tulpa Egregor. Ich muss jetzt gehen, aber wir können morgen weitermachen. Nächster Tag. Ich habe eine letzte Frage, Yasi.
Wie kann man sich vor der Suppe der kollektiven Gedanken anderer Menschen schützen? Erstens, wie erkennt man, dass sie nicht die eigenen sind? Und zweitens, wie kann man dafür sorgen, dass sie uns nicht beeinflussen? Grundsätzlich kommen alle Gedanken, die du erkennen kannst, nicht von dir. Wie zum Beispiel der plötzliche Drang, jemanden zu erstechen. Obwohl du weißt, dass du das nie tun könntest und auch nicht willst. Und schon die Erkenntnis, dass du diesen Gedanken hattest, stört dich. Dieser Gedanke kommt nicht von dir, sondern von etwas um dich herum, das dich dazu bringen will, etwas Abscheuliches zu tun, weil es sich von diesen Ereignissen ernährt, weil sie Angst und Furcht auslösen. Extremes Beispiel. Und es gibt viele andere, weniger dramatische Gedanken, die auch nicht deine sind. Wir sind immer ein Kollektiv oder in einem Kollektiv. Du als Einzelperson wärst sehr schwer zu erreichen. Also sind wir effektiv das Ergebnis der Suppe, in der wir uns befinden. Abgesehen davon müssen wir einfach die Absicht haben, in unserer eigenen Stimmung mit unseren eigenen Gedanken sein zu wollen. Und dafür brauchst du einen ruhigen Geist, der sich nicht von all dem Chaos, der Angst und den Problemen des täglichen Lebens aufhalten lässt. Sich ihnen zu stellen, ja, aber gleichzeitig das Gefühl zu haben, unberührbar zu sein und sich von ihnen zu lösen. Zu den Werkzeugen, die du benutzen kannst, gehören bestimmte, hochschwingende Steine und Kristalle, die gut sind, wenn du sie an deiner Kette trägst oder in deiner Tasche hast. Achte darauf, dass du sie nicht misshandelst, denn sie geben nur die gleiche Schwingung ab, die du in sie hineingesteckt hast. Das heißt, behandle sie mit Liebe und Sorgfalt, und das ist es, was du von ihnen zurückbekommst. Erkenne, was nicht dir gehört. Das geht nur, wenn du deine Gedanken beobachtest und erkennst, was nicht zu dir passt, wie in dem groben Beispiel mit dem Stechen. Beobachte auch, dass, wenn du ohne Grund schlecht gelaunt bist, das von den Nachbarn durchsickern kann, weil du vielleicht Kopf an Kopf mit ihnen an der Wand schläfst. Um dich zu schützen, musst du also wieder alles tun, um geistig stärker zu werden. Das bedeutet Meditation, innere Arbeit und sogar Kampfsport, wenn du kannst und Lust dazu hast. Erkenne dich selbst. Viel Zeit in Kontemplation mit deinen eigenen Gedanken. Matthias sagt, dass er manchmal diese Wellen bekommt, plötzliche Stimmungsschwankungen, wenn er sich von mir distanziert, von allem distanziert, und es passiert, ohne dass er weiß, warum. Wie eine schlechte Laune ohne Grund. Könnte es sein, dass einige Wesenheiten, die er an seinem Arbeitsplatz um sich hat, sich an ihn hängen und ihm folgen? Er arbeitet in einer psychiatrischen Anstalt. Leider muss ich sagen, ja. Und ich glaube nicht an Geisteskrankheiten als solche. Ich glaube an den Einfluss von Entitäten. Wie wird man die Trottel dann wieder los? Mit den gleichen Methoden wie vorher? Ja, man muss wissen, dass sie da sind. Reinige dich auch. Und benutze Amulette, die zum Schutz aufgeladen sind. Können diese Wesen dir von der Arbeit nach Hause folgen? Wie kann man das verhindern? Es gibt viele Reinigungsmethoden. Zum Beispiel sind Wind und Luft bei Geschwindigkeit ein ausgezeichnetes Reinigungsmittel. Auch Wasser, zum Beispiel ein Bad nehmen. Und Musik, hochschwingende Musik, wie Klassik und alles, was die Stimmung hebt. Auch binaurale Beats und Fraktale, 432 MHz. Wind und Luft mit Geschwindigkeit? Was ist das? Den Kopf aus dem Autofenster stecken? Eher wie ein Fahrrad oder ein Motorrad. Und es gibt sogar ein Sprichwort, das besagt, dass du nie ein Motorrad vor einer Psychologiepraxis parken siehst. Es sei denn, es gehört dem Psychologen. Ja, ich liebe das Gefühl von Geschwindigkeit und Wind in meinem Gesicht. Das gleiche Gefühl habe ich auf Achterbahnen. Ich sage mir jetzt jedes Mal, wenn ich zur Arbeit gehe, dass ich es bin, dass ich die Macht habe und dass ich nicht zulassen werde, dass irgendwelche Wesenheiten oder Personen ihre Energien mich auf negative Weise beeinflussen. Okay, im Grunde lassen sich also alle oben angesprochenen Probleme mit ein und demselben Rezept lösen. Sei furchtlos,
habe eine hohe Frequenz, wisse, dass es sie gibt, erkenne dich selbst, damit du weißt, wann du von einer äußeren Kraft beeinflusst wirst. Kristalle, Salbei, Musik und so weiter. Alle oben genannten Gegenmaßnahmen gelten für alle hier diskutierten Fälle. Du hast die Kristalle erwähnt, die den negativen Auswirkungen entgegenwirken. Was sind gute Kristalle? Und ist das mit diesem Konzept nicht das gleiche wie mit den Energiewaffen und so weiter? Sie haben keine Macht. Ich schon. Ich gebe die Macht. Also haben Kristalle an sich auch keine Macht? In gewisser Weise schon. Aber Kristalle werden von zahllosen Menschen auch als Elementare angesehen, also als Lebewesen. Es ist also kein toter Stein. Es ist ein Haustier. Ein 1D-Haustier. Aber wenn ich glaube, dass Shungite vor Wi-Fi und EMA und so weiter schützen, dann schützen sie mich auch, denn ich gebe diese Kraft, ich schütze mich selbst. Da ich nicht genau weiß, wie sie funktionieren sollen, denke ich, dass es wieder du bist, der den Job macht. Aber ich lasse es erst einmal offen. Aber eine Frage zu Wind und Geschwindigkeit. Aber warum sollten sie dir dann nicht folgen können? Wovor haben sie Angst? Vor der Geschwindigkeit? Aber sie befinden sich jenseits der Raumebene, wie wir sie wahrnehmen. Denk daran, dass sie halb physisch sind und dich deshalb beeinflussen können. Sie sind also ein Geist. Luft kann sie beeinflussen. Und ich glaube, die Stimmung des Fahrers macht ihn, sie auch unverträglich mit ihnen. Okay, und wo wir gerade von Kristallen sprechen, wenn du diese Kristalle und so weiter trägst, bewirken sie nicht viel. Deine eigene Absicht wird die Heilung bewirken. Ja, aber ich würde sie auch als Verstärker oder als Linsen sehen, die deine Energie bündeln. Sie haben ihre eigene Intelligenz und können sich mit deiner koordinieren, richtig? Im Fall von Kristallen ja. Sie haben ihre eigene Intelligenz. Danke, Yasi. Vorhin hast du gesagt, das Paranormale ist also real und damit sollten wir beginnen. Warum es real ist, können wir später besprechen, wenn du möchtest. Warum als Frage haben wir das behandelt? Wie bereits erwähnt, sind alle Realitäten relativ zu etwas oder zu einer Art von Wahrnehmungsrahmen, der festlegt, was real ist und was nicht real ist. Der menschliche Körper ist so konstruiert, dass er den Menschen in einem bestimmten Bereich möglicher Wahrnehmungen hält. Das heißt, in einem bestimmten Bereich des Hörens und des Sehens, wie bei weißem Licht. Wenn du also etwas nicht sehen oder hören kannst, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Radiowellen zum Beispiel. Es gibt also viel mehr als das, was auf den ersten Blick sichtbar ist oder gesellschaftlich akzeptiert wird. Aber wie bei den Fakten. Die Fakten über das Paranormale werden auf der Erde stark zensiert und versteckt. Aber selbst bei so viel Zensur dringt eine Menge nach außen. Und da draußen gibt es eine enorme Menge an Beweisen, die sich nicht wegdiskutieren lassen. Und die Beweise zeigen, dass es überall paranormale Dinge gibt und dass die Informationen systematisch versteckt werden. Du brauchst nur ein wenig seriös im Internet zu recherchieren und du wirst mit Beweisen aller Art überschwemmt, selbst wenn man Photoshops ausklammert, die falsch sind und überall herumliegen. Wir haben über Dinge gesprochen, die auf halbem Weg zwischen dem Physischen und dem Astralen liegen. Zum Beispiel jene Wesenheiten, die mit einem Motorrad weggeblasen werden können. Sie sind materiell genug, um mit rauschender Luft weggedrückt zu werden. Diese Stäbe, wie sie genannt werden, kann man mit bloßem Auge nicht sehen. Nur mit Hochgeschwindigkeitskameras mit einem Infrarotobjektiv. Sie sind nicht physisch als solche, sie gehören in den Bereich des Paranormalen. Sie sind nichts anderes als Insekten im Astralraum, auf halbem Weg ins Physische. Das Physische, wie wir Menschen es verstehen. Nur ein weiteres Beispiel. Ich meine, sie sind da. Sie folgen ihren eigenen Regeln, die sich nicht mit den von Menschen aufgestellten Regeln decken. Aber sie sind da. Wenn also ein Absteiger aus der 5D auf die Erde kommt,
Kann er, sie, diese Astralkäfer in der 4D sehen? Manchmal ja, manchmal nicht. Es ist nicht genau eine Skala, in der 5D über 4D und 3D steht. Aber Absteiger haben genug Bewusstsein und Verständnis, um die Dinge auf eine andere Art und Weise zu sehen, sodass sie normalerweise Dinge sehen können. Das hängt mit etwas zusammen, worüber ich neulich mit Athena gesprochen habe, denn sie sagte, sie könne die Elementargeister nicht sehen. Sie sagte, es liegt nicht nur daran, dass du eine höhere Frequenz hast und sie deshalb automatisch siehst. Sie sagte, sie existieren sozusagen seitlich, wie in einer Seitenwelt. Deshalb kann man sie auch nicht immer sehen. Wie würdest du diese Nebenwelt beschreiben? Ja, es ist schwer zu beschreiben, denn es ist ein Gefühl. Es ist, als ob du einen Korridor auf und ab gehst, in dem hinter dir eine niedrigere und vor dir eine höhere Frequenz ist. Und obwohl du den Korridor rauf und runter gehst, siehst du nichts. Du musst einen Schritt zur Seite machen, um eine andere Tür zu öffnen. Das erlebe ich auch beim Meditieren. Du gehst von wach, aber mit geschlossenen Augen in den Schlaf über. Aber du musst noch etwas anderes tun. Schwer zu erklären, aber es fühlt sich an wie eine andere Richtung, um in die Astralreise und Teleportation zu gehen. Ich verstehe das so, dass es um mehr Dimensionen geht. Nicht die Dichte, sondern die Dimensionen. Nehmen wir mich als Beispiel. Ich kann mich an mehrere Vergangenheiten erinnern, auch wenn sie sich vielleicht widersprechen. Ich war zum Beispiel am Sonntag im Viera. Und ich war am Sonntag nicht in der Viera. Beides in meiner Erinnerung. Beide sind gültig und beide enthalten detaillierte Erinnerungen daran, ob ich hingegangen bin oder nicht. Beide Versionen sind gültig und beide bilden mich und das, woran ich mich erinnere. Und nicht nur zwei, sondern viele. Das ist so, als hätte man Erinnerungsereignisse desselben Datums übereinander gelegt. So ist es auch mit dem Paranormalen. Der Geist ist da und doch nicht. Du beschließt, dass er nicht da ist, weil deine Erziehung es dir sagt, also ist er nicht da. Oder du weißt, dass er da ist und brauchst keinen weiteren Beweis als die Haare in deinem Nacken, die sich aufstellen. Du bekommst eine unerklärliche Gänsehaut. Du entscheidest. Du entscheidest, was dir mit Logik gesagt wird oder was du mit deiner Intuition fühlst. Und das Schiff entdeckt draußen Kobolde. Das ist also eine Tatsache für mich. Schwerkraftverschiebung bedeutet Masse. Aber Athena kann sie nicht sehen. Es sei denn, das Schiff vergrößert das Bild für sie mit Hilfe von Schwerkraftsensoren. Dieselben Sensoren, mit denen auch kleinste Schwerkraftveränderungen gemessen werden, um die Anti-Schwerkraft-Triebwerke des Schiffes anzupassen. Im Grunde sind das Interferometer. Danke, Yasie. Du musst in 5 Minuten gehen, also habe ich die letzte Frage. Du hast vorhin Eisenarmbänder zum Schutz erwähnt. Kannst du genau sagen, nach welcher Art von Eisen ich suchen sollte? 316L oder etwas anderes? Es gibt einige Variationen von Eisen da draußen. Vielen Dank. Obwohl es jetzt schon schwer genug ist, ein Amulett aus Eisen zu bekommen, würde ich sagen, dass jedes Eisen funktioniert, solange es konzentriert ist und nicht aus einer billigen Legierung besteht. Ich kann hinzufügen, dass die beiden besten Eisenarten sind: erstens Graphiteisen, zweitens graues Eisen. Mit einer anderen Art von Beschreibung gesagt, A. Hämatit Fe2-03, B. Magnetit Fe2-04. B. Magnetit hat mit 42,4% den höchsten Anteil an reinem Eisenerz und A. mit 70% den zweithöchsten. Ein weiteres gutes Amulett ist es, ein Magnetitgestein zu besorgen und es bei sich zu haben. In Esoterikläden werden die Kristalle kiloweise verkauft. Du könntest auch versuchen, wenn du kannst oder darfst, Patienten in ihrer Nähe damit zu behandeln, vor allem solche mit Schizophrenie
und allen eindeutigen Anzeichen, die auf Entitätsbesessenheit hindeuten. Ein anderes Verfahren ist Eisenschillinge oder Eisenstücke. Jedes Eisen, ein Hufeisen würde reichen, aber Magnetitgestein ist das Allerbeste. An die vier Ecken deines Hauses oder zumindest an die vier Ecken deines Zimmers, deines Schlafplatzes zu legen. Es stabilisiert die DNS, weil es die ursprüngliche Frequenz, die ihr auferlegt wurde, beibehält. So bewahrt er das Gedächtnis. Das liegt an seinen spezifischen Magnetfeldern, die er erzeugt und hält. Ermächtige dich, dein höheres Selbst zu sein. Du brauchst nicht das Gefühl haben, dass es irgendwo anders ist, weil es wieder nur du bist. Fühle dich mächtig bei der Arbeit oder wo auch immer du hingehst. Du kannst durch die Hölle gehen und wirst nicht befleckt. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.